Hallo Freunde, ihr wollt Waffen sehen. Wir brauchen mehr Waffen. Die Zombie-Apokalypse steht vor der Tür und wir sind nicht bewaffnet. Also, in weiser Voraussicht habe ich schon vor 20 Jahren mich damit eingedeckt. Die habe ich euch beim letzten Mal vorgestellt. Die ist heute dran. Was ich euch bloß mal kurz dazu sagen wollte, wenn man sich schon so eine teuren Waffen besorgt, kann man auch mal ein schönes Köfferchen investieren. Da passt dann alles schön rein. Drin ist schön mit Noppenschaum ausgekleidet. Da ist auch Platz für Zubehör. Naja gut, die haben wir schon durch. Jetzt geht's weiter. Wenn ihr euch so ein Ding zulegt, ich weiß gar nicht, heutzutage bestimmt so 200 Euro, 300, irgend sowas in der Größenordnung. Also das Ding ist schon mächtig alt. Wir haben sehr viel damit geschossen, sage ich jetzt mal. Es ist auch schon mächtig oxidiert. Also was hier Messing ist, das war früher mal blank. Aber ich sag mal so, wo Daniel Boone durch den Wald gezogen ist, sah seine Flinte bestimmt auch nicht glänzend aus. Also, was ist an dieser Waffe jetzt anders? Das ist ganz normal. Was steht nochmal drauf? Kaliber 45. Für fast alles, was ich habe. Also, was macht ihr jetzt damit? Richtig schießen dürft ihr nicht. Offiziell darf man kein Schießpulver haben. Also wollte er ja trotzdem damit ein bisschen Spaß haben. Man kann damit auch mit Luftgewehrmunition schießen. Dafür gab es früher so einen putzigen Einstecklauf. Das hier vorne habe ich mir vom Büchsenmacher anfertigen lassen. Das ist nicht original drauf. Ich zeige euch gleich, wofür das gut ist. Ich habe es eben so viel Mühe gehabt, das Ding rein und raus zu bekommen. Damit das jetzt einfacher funktioniert, werde ich mir jetzt einfach mal... Weiter. Ja. Öle ich mal jetzt ein bisschen den Lauf. Wir wischen den mal kurz durch. Mit so einem kleinen Pfropfen. Ein bisschen das Öl verteilen. In der Hoffnung, dass jetzt der Lauf besser rein und raus geht. So. Man kann damit auch alle Arten von 4,5 mm Diabolus verfeuern. Ich habe hier hinten schon mal einen drin. Sieht das der Kameramann? Hier ist die Musik. Gucken Sie mal auf Ihren Arbeitsplatz. Also, ich habe hier so einen Plastummantelten reingesteckt. Also, meiner Meinung nach dichten die besser den Lauf ab und fliegen deswegen besser. Wie gesagt, ein Diabolo kann man von hinten laden, währenddessen normalerweise die Rundkugel hier vorne drauf kommt. Deswegen der kleine Trichter, er lümpert in die Mitte. Dann kommt hier schön, ich trenne das mal, das ist eine Reinigungsbürste für denselben Lauf. Und dann kann man hier schön damit die Rundkugel in die Lauf befördern. No? Ja. Und das Ding steckt man jetzt rein. Aber wie ich euch kenne, wollt ihr natürlich das Ding schießen sehen. Also, zeigen wir mal vor, damit ihr irgendwie erstmal seht, was man damit so macht. Die kleinen Dingerchen hier, das sind eigentlich die Originalzündtütchen, die auf solch eine Waffe hier oben auf das sogenannte Piston drauf gehören. Sieht man das überhaupt? Also wie gesagt, diese kleinen Dingerchen sind das Original. Dafür gibt es ein anderes Piston. Das ist hier vorne das Dingelchen, was hier drauf geschraubt ist. Da gibt es etwas größere. So. Und dieses Ding erzeugt so viel Kraft, dass man damit die Luftgewehrkugel beschleunigen kann. Ich sage jetzt aber mal so, das Zeug ist alles schon uralt. Es hat manchmal Zündschwierigkeiten. Wollen wir es testen? Wollen wir nicht? Das macht bloß ein bisschen Puff. Dazu sei noch mal gesagt, wir haben uns mal die Videos angeschaut. Das klingt, wenn man das mit der Kamera aufnimmt, sehr leise, wenn das knallt. Das ist hier im Raum viel, viel, viel lauter. Also wir halten uns alle mal schön in die Ohren zu und feuern nochmal. So ungefähr klingt das. Okay, ihr habt es gesehen. Das verbrauchte Zündtütchen kommt raus. Zack. Hier ist es. Also das hat eine einwandfrei gezündet. Ich habe letztens Schwierigkeiten gehabt mit den Dingern. Nur, so müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. Jetzt kommt dieser Zusatzlauf hier vorne rein. Sieht man das? So. Au, geht locker, easy, leicht rein. Zack. Das war ein bisschen fest gewesen. Ich hätte es vielleicht besser reinigen müssen. Aber innen drin der Lauf ist noch spiegelglatt, genau wie neu. So, der neue Luftgewehrlauf, den ich jetzt eingeführt habe, der ist natürlich auch gezogen. Und jetzt kann man mit diesem Gerät Rundkugeln verschießen, die man dann hier schön lädt. Zack, Ladestock rein.
Kann man schießen. Ist so relativ zielgenau und hat relativ viel Druck. Sag ich mal so. Mit Kugel wollen wir hier drinnen nicht schießen. Das ist uns ein bisschen zu heikel. Die schnipst uns um die Ohren. Aber wie gesagt, mit so einem Teil kann man mächtig viel Spaß haben. Es darf ganz offiziell an der Wand hängen. Naja, Kimmo und Korn ist natürlich einstellbar. Nicht ganz so einfach. Das ist in so einer Schwalbenschwanzführung. Das muss ganz leicht geklopft werden, damit es hin und her rutscht. Das gibt dafür auch einen sogenannten Korntreiber. Da dreht man an so einer Schraube und die drückt das Korn rüber. Ebenso die Kimme. Also wie gesagt, Kimmo und Korn ist verstellbar, wenn man das Equipment dazu hat. Oder mit einem kleinen Holzhämmerchen vielleicht. Aber nicht mit Gewalt. So, und dann kann man damit schießen. Wie früher beim Duell, sage ich jetzt mal so. Es macht Spaß, es qualmt, es knallt und ist vollkommen legal. No? Okay, das war meine Vorstellung dazu. Tschüss, Freunde.